Mood Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen beim heutigen Mood Talk. Heute begrüße ich Tom und Sebastian von Pro Earth. Und bevor ich lang erkläre, was ihr macht, das kann ich ja noch gar nicht so gut, frage ich lieber euch überhaupt. Pro Earth ist wahrscheinlich den meisten von uns noch gar kein Begriff, weil ihr seid nämlich noch ziemlich jung in dem, was ihr tut, sonst natürlich auch, aber vor allem mit eurem Projekt. Herzlich willkommen und erzählt uns doch bitte, was ist Pro Earth? Ja, danke erst einmal für die Einladung zu diesem Mood Talk. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen bei der Mutmacherei. Und ja, ich würde sagen, ganz kurz einmal, weil ich nehme an, wir werden da noch Gelegenheit haben, ein bisschen detaillierter darüber zu sprechen. Ganz kurz erklärt ist Pro Earth eine neue Social Media Plattform, die sich ganz dem Thema der Nachhaltigkeit widmet. Und so wollen wir einen Gegenpol zu den bisherigen großen Social-Media-Plattformen versuchen zu bilden, indem wir einiges, glaube ich, fairer machen, nachhaltiger machen und die Leute hier dazu einladen, bei uns dabei zu sein, auf unserer Plattform zu posten. Und dass es bei uns nicht nur ums Posten geht, glaube ich, werden wir dann im Laufe des Gesprächs noch näher kennenlernen dürfen. Genau, wir werden uns das alles Schritt für Schritt anschauen. Jetzt möchte ich gleich einmal ein paar von den Dingen aufgreifen, die du gesagt hast. Also es geht um Nachhaltigkeit, da läuft ja natürlich bei mir und ich nehme an, auch bei allen Zusehenden offene Türen ein. Was genau meinst du denn, wenn du sagst, es soll fairer sein die anderen Wörter habe ich jetzt vergessen, fair ist irgendwie hängen geblieben. Wie macht ihr das? Was ist so euer Ansatz, euer Unterschied, den ihr macht? Also der Ansatz ist, denke ich, dass wir alle wissen, dass wir viele Menschen einen schönen, guten Teil ihrer Zeit auf Social-Media-Plattformen verbringen. Und eigentlich schreiben diese Social-Media-Plattformen einen vor, was zu sehen ist, wofür man sich interessiert mit gewissen Algorithmen. Das wollen wir nicht. Also das haben wir überhaupt nicht im Programm. Unsere Plattform entspricht zu 100% dem österreichischen und somit EU-Datenschutz. Wir haben eine chronologische Abfolge der Beiträge. Das heißt, wir reihen nichts, wir eben setzen hier keinerlei Algorithmen ein. Nachhaltig deswegen, weil erstens einmal eben die Thematik eine nachhaltige ist und zweitens, weil wir 30% unserer Werbeeinnahmen, die wir lukrieren, in klimaschonende Projekte stecken und somit gleichzeitig auch aktiv CO2 sparen. Und weil wir auch unsere User dazu animieren wollen, in Form von Challenges ebenfalls aktiv CO2 zu sparen, Freunde einzuladen, die da mitmachen. Und das ist unser großes Ziel, dass wir schlussendlich einen kleinen, aber doch einen Beitrag leisten können, zum Klimaschutz, zur Nachhaltigkeit, zur Bewusstseinsbildung, zum Sensibilisieren von Usern. Dazu wird es auch redaktionelle Beiträge geben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es nicht nur eine Plattform ist, wo die User posten, sondern wo auch Pro Earth als Redaktion einen Bildungsauftrag erfüllen möchte, indem wir Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit zur Verfügung stellen. Du, Tom, das klingt alles ziemlich super cool, muss ich sagen. Ja, und du hast mir jetzt schon so eine Menge an Info gegeben. Ich hoffe, ich kann das überhaupt an alles erinnern kann und weiterfragen, weil ich natürlich sehr neugierig bin. Ich möchte vielleicht einsteigen bei dem, was ja so, glaube ich, die Reizworte bei Social Media sind. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich an Facebook denke, ich bin seit, keine Ahnung, 14 Jahren, glaube ich, dabei, habe es am Anfang geliebt. Mittlerweile geht es mir einfach nur auf die Nerven. Ja. Und ich denke mir so, die Hauptkritikpunkte sind ja immer die Algorithmen und die Werbung. Ja. Jetzt hast du schon erwähnt, Algorithmus verwendet ja gar nicht. Das heißt, super, ich sehe einfach das, was die Leute wirklich posten, in der Reihenfolge, wie es in meinen Feed kommt und so. Cool. Und kann mir das auch wahrscheinlich in gewisser Weise selbst gestalten. Wem will ich folgen und wem nicht? Genau.
Okay. Werbung ist ja jetzt bei Facebook auch was, was unter Instagram oder sowas tierisch nervt. Ja? Jetzt bekennt ihr euch offenbar aber auch zur Werbung, macht auch was Gutes damit. Ja? Also nicht so wie der Herr Zuckerberg, der sich dann, ich weiß nicht, was alles für Willen kauft oder so. Ihr unterstützt nachhaltige Projekte, damit finde ich immer super. Aber wie geht ihr denn das mit der Werbung genauer an, sodass ihr gewährleisten könnt, die Plattform kann gedeihen und gleichzeitig geht es niemandem auf die Nerven? Das sollte ja aus User-Sicht, sage ich jetzt ganz egoistisch, das Ziel sein. Ne? Ja, absolut. Also erstens bieten wir die Möglichkeit zu werben nur nachhaltigen Unternehmen oder Unternehmen, die nachhaltige Produkte veräußern. Das ist uns ganz wichtig. Das muss mit unserem Wertekatalog übereinstimmen, sonst gibt es keine Werbung. Die Unternehmen, die bei uns werben, bekommen aber natürlich schon eine Fixplatzierung, das ist klar. Sonst würden sie in dem Feed ja irgendwo untergehen. Das heißt, jeder vierte Beitrag ist ein Werbebeitrag, den man sich anschauen kann oder nicht, natürlich. Aber auch wir müssen uns natürlich finanzieren. Und das läuft über die Werbung. Aber ich glaube, in dem Fall stellen wir ja ausschließlich nachhaltige Produkte vor, die für unsere Zielgruppe der Plattform hoffentlich sehr interessant auch sind. Wo Werbung dann nicht nur nervt, sondern auch Informationen bietet. Und wenn man nachhaltig leben will oder sich ein bisschen ändern will in diese Richtung, dann können diese Werbungen ja auch hoffentlich auch helfen. Und in dem Sinn, dass wir auch nach außen gehen damit, dass wir sagen, eben 30% unserer Einnahmen kommen postwendend sofort in Klimaschutzprojekte, glaube ich, ist es für den User dann auch mehr okay, wenn er über eine Werbung stolpert oder diese Werbung betrachtet, als wenn auf Facebook jetzt eine Werbung nach der anderen aufgereiht da ist. Also das ist unser Ansatz. Das ist unser Geschäftsmodell natürlich auch. Aber wie gesagt, in einer nachhaltigen und auch CO2-sparenden Art und Weise. Ich habe jetzt so den Eindruck, was auch eine gute Balance schaffen könnte, ja, weil wenn es also quasi nur Werbung gibt, dann würde ich auch sagen, ja, auch wenn das jetzt nachhaltige Produkte sind, das fördert wieder nur Konsum und so, ja. Aber ich denke mir, das, was du angesprochen hast, dass ihr auch einen Bildungsauftrag seht und dass ihr auch diese Challenges zum Beispiel macht, also das würde ich so einordnen jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe und da so Impulse zum Mitmachen, zum Aktivwerden setzen, denke ich mir, ist das sicher auch ein guter Ausgleich. Erzählt doch bitte ein bisschen mehr über diese Challenges. Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft das ab? Magst du das vielleicht? Ja, gerne. Ich würde noch nur gerne einen kleinen Nachtrag zu den Werbungen liefern. Und zwar einerseits finde ich auch ganz wichtig, dass man das hervorhebt, dass die Werbungen, also auch wir haben ein regionales Werbesystem implementiert, das auch direkt darauf abzielt, dass der kleine Kreisler aus dem Nebendorf wirklich regional gezielt seine Zielgruppe ansprechen kann. Und damit möchten wir quasi auch den kleinen Kreisler ums Eck unterstützen, gezielt Werbeeinschaltungen zu tätigen und dann quasi genau die Zielgruppe zu erreichen, die er ansprechen will, genau in dem Bereich, wo er sie ansprechen will. Und das sind dann keine versteckten Kosten oder nichts. Also das ist wirklich so aufgebaut, dass man Kleinunternehmen, die eben in die nachhaltige Schiene fahren, wir da gemeinsam unterstützen können und im Gegenzug sie uns dann wiederum auch unterstützen, natürlich mit den Werbeeinnahmen. Super. Du, ich glaube, das war ein wichtiger Zusatzhinweis noch, der auch noch einmal das Bild ein bisschen abrundet. Genau, okay. Ja. Die Werbungen sind auch klar ersichtlich dargestellt. Also wenn man durchscrollt, sieht man, okay, das ist eine Promotion. Da wird einem nicht irgendwie hinterrücks etwas angedreht oder sonst was. Das ist jetzt die Werbung. Man kann sie ansehen oder auch nicht. Man kann sie ignorieren oder auch nicht. Aber ich persönlich finde, vor allem dadurch, dass sie eben sehr nachhaltig auch die Produkte sind, fällt es einem nicht beim Durchscrollen wirklich auf, weil es ein rundes Bild abgibt. Also es ist einfach ein zusätzlicher Punkt Information, den man da herausholen kann. Okay, es ist
eine Werbeeinschaltung, aber es ist trotzdem ein interessantes Produkt, eine interessante Dienstleistung oder was auch immer. Von dem Gesichtspunkt finde ich das sehr spannend und gut gelöst. Zurück zur Frage, ja, die Challenges. Jetzt habe ich ein bisschen lang ausgeholt, Verzeihung. Ja, war wichtig. Ja, die Challenges, also das ist mehr oder weniger einer unserer Grundpfeiler der Plattform. Wie du schon richtig gesagt hast, ist es grundsätzlich einfach ein Leitfaden, ein How-to, wie spare ich jetzt konkret Treibhausgase, wie spare ich konkret CO2 ein? Dazu muss man auch erwähnen, und ich glaube, darauf sind wir auch relativ stolz, also alle Challenges werden bei uns von einem wissenschaftlichen Beirat überprüft. Also die haben Hand und Fuß, die sind fundiert, von uns berechnet, vom wissenschaftlichen Beirat überprüft und freigegeben, und dann kommen diese Challenges quasi auf die Plattform, wo sie jeder User erstellen kann. Das läuft in der Regel so ab, das ist einfach so, wie wenn man einen Post auf einer anderen Social-Media-Seite erstellt, kann man sagen, ich will entweder einen Post erstellen oder eine Challenge. Dann wähle ich aus vordefinierten Kategorien eine Challenge aus. Sagen wir jetzt Hausnummer im Bereich Konsum, wähle ich die Challenge regional-saisonale Produkte einkaufen. Was, wie der Name schon sagt, die Challenge ist, ich verpflichte mich quasi, die nächsten x Tage nur regionale, saisonale Produkte einzukaufen, und im Hintergrund berechnet ProEarth die eingesparte Menge an CO2 in Kilogramm. Wow, du siehst cool. Wirklich quasi innerhalb der Plattform kannst du sagen, gut, ich habe jetzt Lust, keine Ahnung, sagen wir einen Monat lang, ziehe ich das voll durch, und dann sieht man unten gleich, okay, ich habe die Zahl jetzt leider nicht im Kopf, aber Hausnummer 20 Kilogramm CO2 werden dadurch de facto eingespart. Natürlich im Durchschnitt, aber es ist ein Motivator, ein Anreger, wirklich was vorwärts zu bringen, weil da sieht man, okay, das habe ich geleistet. Und diese Challenges, das ist nämlich auch ein weiterer Aufhänger beziehungsweise ein Clue an dieser Plattform. Da kommt dann auch etwas, ich sage jetzt einmal salopp, etwas Sportliches, ein Konkurrenzkampf sozusagen durch, weil ich kann sagen, jetzt ich als Sebastian öffne die Challenge, ich esse einen Monat lang kein Fleisch, habe dann meine Berechnungen, so und so viel Kilo werden eingespart, und dann sage ich, ja, Tom, schau, ob du das auch schaffst, und schau, ob du das länger schaffst oder sonst was. Und dann sehen wir im Vergleich, gut, der Sebastian hat 100 Kilogramm eingespart und der Tom hat 200 Kilogramm eingespart. Und so können wir uns dann hin und her schicken und hoffentlich, das ist die Intention dabei, Motivation erzeugen für die gute Sache. Finde ich super spannend. Da habe ich jetzt gleich zwei Fragen dazu. Die eine hat zu tun, du hast eben gesprochen von diesem wissenschaftlichen Beirat, und wenn ich es richtig verstanden habe, können ja die Userinnen auch Challenges starten, oder? Ja. Werden die vorher dann bei diesem wissenschaftlichen Beirat eingereicht, oder wie läuft denn da diese Schnittstelle? Ja, du bist gerade dabei, okay, beim Thema. Also grundsätzlich ist es einmal so, wir haben vorgefertigte Challenges auf der Plattform, die sind fix fertig ausgearbeitet und sie decken auch, traue ich mich jetzt sagen, schon einen sehr guten Bereich ab, den man sofort quasi von heute auf morgen ändern kann. Zum Beispiel Heizung runterdrehen ist eine Challenge zum Beispiel. Fleischverzicht, wie vorher angesprochen. Regional, saisonal Produkte einkaufen. Das sind so die Challenges, die schon hier sind. Nichtsdestotrotz kann natürlich jeder User auf ProEarth Challenges einreichen. Da schickt man dann einfach eine E-Mail an uns mit seiner Idee. Wir schauen das an, gehen das gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat durch. Und wenn das alles ein rundes Bild ergibt, kann die Challenge quasi freigegeben werden. Wir implementieren diese dann auf der Plattform. Und wie ich vorher schon in dem Anwendungsbeispiel gesagt habe, kann man dann aus dieser Liste die neue Challenge auch auswählen, die quasi
hinzugefügt wurde. Aber natürlich muss das vorher überprüft werden, weil sonst, damit die Berechnungen natürlich auch Hand und Fuß haben und damit man am Ende des Tages dann auch wirklich sagen kann, das, was ich getan habe, hat einen Unterschied gemacht und ist nicht nur, ja, wie soll ich sagen, einfach so passiert. Ja, ja, finde ich super, weil es ist ja so ein bisschen so ein Gamification-Ansatz auch, so genau, ganz sachte, ne? Weil du vorher auch die Konkurrenz unter Anführungszeichen angesprochen hast. Also ich denke mir, das ist ja so eine liebevolle, motivierende, mitnehmende Art von Konkurrenz an und für sich. Ne? Genau. Weil ich würde so verstehen, und das ist jetzt die zweite Frage dazu, also wenn zum Beispiel, so wie du gesagt hast, du hast 200 irgendwas geschafft und der Tom 100, ja, dann würde ich an Toms Stelle, oder sag mal, ich habe nur 100 geschafft, dann würde ich sagen, boah, ich habe mich so angestrengt, wie hast denn du das gemacht? Ja? Das heißt, gibt es diese Möglichkeit auch, sich da auszutauschen? Also gibt es da, keine Ahnung, Chatfunktion, Kommentarfunktion? Okay, könntest du da ein bisschen erzählen vielleicht, wie ungefähr so auch der Social-Teil von eurem Social Media, eurer Social Media Plattform ausschaut? Der ist eigentlich sehr ähnlich wie bei anderen Plattformen. Also man kann natürlich Beiträge liken, man kann Beiträge kommentieren, auf dieses Kommentar wieder eine Antwort geben, man kann die Antworten liken, man kann die Beiträge teilen über andere Social Media Plattformen, WhatsApp, E-Mail, was auch immer. Also da unterscheiden wir uns jetzt nicht wirklich von anderen, aber ich glaube, das ist ja auch im Sinne von einer Social-Media-Plattform. Zu den Challenges wollte ich noch eines dazu sagen. Es gibt dann auch ein Ranking dafür. In diesem Ranking ist dargestellt, wer hat wie viel Kilogramm oder dann vielleicht auch schon Tonnen CO2 eingespart. Und genau wie du das gesagt hast, dieses liebevolle Messen, weil schlussendlich soll es ja dafür gut sein, dass wir miteinander etwas schaffen. Und es soll jetzt nicht der schlimme Wettkampf entstehen, und das tut es auch mit Sicherheit nicht, sondern man ist ja eher bestrebt, dass man den anderen wirklich dazu motiviert, es einem gleich zu tun. Und da wird es Challenges geben, wo vielleicht weniger darüber berichtet wird, und dann wird es Challenges geben, wo, wir haben jetzt eine Challenge laufen, Fleischverzicht, wo derjenige ständig Rezepte postet und Fotos von seinem veganen Essen postet und das wirklich mit einer großen Begeisterung macht. Und da werden die anderen User natürlich gleich ganz anders animiert dazu, da mitzutun. Und ja, ob man sich dann im Ranking vielleicht unter den Top 5 befindet oder nicht, ist ein bisschen ein Gamification-Ansatz, aber jetzt nicht das Ausschlaggebende schlussendlich. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich auch, weil du jetzt schon erzählt hast von dieser Challenge ohne Fleisch und so weiter, wie die abläuft. Also wie viel von dem ist denn schon am Laufen? Wie lang gibt es euch schon? In welchem Stadium befindet sich ProEarth, dass wir das so zeitlich auch ein bisschen einordnen können? Also unser Launch war vor 4 Monaten, am 12. November. So jung seid ihr noch. Ja. Wahnsinn. Ja, jung. Gerade geschlüpft. Genau. Ja. Ja, die Idee von ProEarth ist eigentlich erst vor, würde sagen, einmal eineinhalb Jahren entstanden. Und dann wurde entwickelt fleißig. Und wie gesagt, Mitte November gab es dann den Startschuss dazu, gemeinsam mit dem Landeshauptmann Doskozil. War da ein kleiner Presseauftritt. Er hat auch die erste Challenge gemacht, in dem Fall ja regionale Produkte. Also ein Aufruf an die Burgenländer und Burgenländerinnen, quasi hier regionale Produkte einzukaufen. Und ja, seither sind 4 Monate ins Land gezogen. Die ersten 1,5 Monate war eigentlich so Beta-Phase, ein bisschen testen, und seit 1. Jänner so richtig offiziell. Bis dato haben wir ungefähr 3.800 User generieren können, die jetzt natürlich nicht alle posten. Das glaube ich, wie auf jeder anderen Social-Media-Plattform. Ich glaube, wir haben einmal gelesen, 1% postet, die anderen sind Liken oder sind Leser, hoffentlich interessierte bei uns.
Ja, und in dieser Richtung war es für uns jetzt natürlich wichtig, einmal gleich zu Beginn viele User mit ins Boot zu holen, um auch dann im Laufe dieses Jahres natürlich auch Unternehmen anzusprechen, nachhaltige, ob sie denn nicht auch bei uns werben möchten. Das wäre so quasi ein zweiter Schritt. Und wenn wir später dann dazukommen, auch ab Mai sollte dann auch das Schulprojekt zu laufen beginnen. Und das, ja, alles parallel hält uns eh ganz schön auf Trab. Aber wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem Start und ja, sind immer begeistert, wenn wir neue Organisationen kennenlernen, die auf uns vielleicht auch aufmerksam werden und ja, wir auch Beiträge von diesen Organisationen dann auf ProEarth sehen können. Das hilft uns natürlich sehr, da ein kleines nachhaltiges Netzwerk quasi aufzubauen. Da hast du ja schon wieder unglaublich viele spannende Stichworte geliefert. Schulprojekt, da werde ich auf jeden Fall auch nachfragen, was das genauer ist. Aber zunächst einmal zu den Usern. 3.800 ist ja schon einmal recht schön für so eine kurze Lebensdauer erst. Wie sehen denn eure Pläne aus, möglichst viele User, Userinnen reinzuholen? Weil ich denke mir, das ist natürlich auch das Um und Auf einer Social-Media-Plattform, ne, dass sie auch social ist. Wie wollt ihr denn das angehen und wie können andere das auch unterstützen? Ja, also die Ziele sind groß. Aber gut, man so. Muss irgendwie große Ziele setzen. Wir haben in unserer Planungsphase schon gesagt, ja, wir wollen irgendwann schon ein Konkurrenzprodukt darstellen zu den bisherigen Social-Media-Plattformen. Und ich denke mir, wenn man ehrlich ist, wenn man fair ist und das auch vermitteln kann an die User, dann können wir uns schon vorstellen, sehr viele zu generieren, die anfangs sicherlich parallel auf mehreren Plattformen zu Hause sind und hoffentlich sich dann irgendwann für ProEarth entscheiden, weil sie sich denken, okay, das ist so ein wichtiges Thema, das uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Und da können wir wirklich etwas tun. Und wir werden uns als Plattform weiterentwickeln, selbstverständlich. Es wird nicht alles immer so bleiben, wie es jetzt ist. Das ist klar. Mit finanziellen Mitteln können wir uns auch weiterentwickeln, die Plattform verbessern. Und Ziel klingt jetzt wahnsinnig großspurig, aber wir haben es uns einfach vorgenommen und gesagt, okay, in den nächsten 10 Jahren wollen wir 1 Milliarde User. Her damit! Und ich denke mir, ja, man darf sich große Ziele stecken. Wenn es ein Teil davon wird, ist es genauso schön. Ich glaube, jeden Menschen, den wir vielleicht etwas bewusstseinsbildend mitgeben können in eine gewisse Richtung, dann haben wir eh schon gewonnen. Also so sehen wir das. Es ist nicht das übergeordnete Ziel, wir müssen jetzt steinreich werden mit dieser Plattform. Das ist nicht die Motivation, sondern die Motivation ist wirklich etwas zu verändern, etwas versuchen besser zu machen und damit auch einige Leute anzusprechen. Also der Bedarf ist ja sicherlich da, vor allem dieses Bessermachen, so die Dinge, die uns bei anderen Social Media eben sehr nerven. Ich denke mal, der Bedarf nach Social Media ist bestimmt ein ganz, ganz großer. Ja. Gibt es, glaube ich, auch in sehr, sehr vielen Abstufungen. Ich meine, man sieht es ja auch jetzt bei den großen Social Media Kanälen, so je nach Altersgruppe ist es dann halt TikTok oder Instagram oder Facebook oder wie auch immer und so. Aber anyway, du, bevor ich das womöglich wieder vergesse, lass uns doch über euer Schulprojekt sprechen. Was ist denn das? Was habt ihr da vor? Klingt super spannend. Ja, das war eine Idee. Also ich bin im eigentlichen Beruf Lehrer und mache jetzt gerade 1 Jahr lang Bildungskarenz und darf eben bei diesem Projekt mitwirken. Und die Idee war, dieses Projekt auch in die Schulen zu tragen, weil meine Erfahrung leider Gottes ist, dass das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel in den Schulen noch eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Es ist lehrplanmäßig nicht wirklich zahlreich verankert. Und wenn man mit den Schülern darüber diskutiert, darüber spricht, dann merkt man schon, dass hier noch große Lücken sind. Wissen natürlich alle, okay, Klimawandel, das existiert. In die Richtung, ja, was könnte man dagegen tun?
kommt man oft nicht weiter hinaus als, naja, verzichten wir halt beim Biller aufs Plastiksackerl. Und das war für mich so der Anstoß, also schulisch gehört wirklich etwas getan. Und wir haben ein Schulprojekt entwickelt, das ganz kurz gesagt auf drei Beinen fußt, nämlich zum einen auf einen Wissenserwerb. Wir haben zu 42 Themenbereichen von den Ursachen des Klimawandels über die Folgen, Gegenmaßnahmen bis hin zu Forschung und Entwicklung 42 Kurzvideos gedreht mit ganz kurzen Texten dazu und Grafiken. Jedes Video hat 40 Sekunden. Ich weiß auch, dass, um die Schüler aufmerksam zu halten, funktioniert es einfach nicht mehr, ihnen 10 A4 Seiten hinzulegen, zu sagen, so, lest euch das bitte durch. Es ist digital aufbereitet. Die Schüler können das mit Handy, Laptop, Tablet sich, wie gesagt, diese Videos anschauen und auch Grafiken und Texte konsumieren. Nach diesem Wissenserwerb geht es dann in die Projektphase. Das heißt, die Schüler sollen gemeinsam Projekte entwickeln, wie man in der Klasse, in der Schule, in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer, was ihnen einfällt, CO2 sparen kann. Wenn man nämlich sich länger mit ihnen beschäftigt, mit den Schülern, kommen da ganz, ganz tolle Ideen zum Vorschein. Diese Ideen, diese Projekte können sie dann bei ProEarth einreichen. Und wir werden mit unserem wissenschaftlichen Beirat gemeinsam dann quasi auch so die Besten auswählen und einen ProEarth School Award dafür vergeben. Noch wichtiger ist aber, dass die Schulen dann diese Projekte, die sie sich selbst ja sozusagen entwickelt haben, umsetzen. Das heißt, in der dritten Phase geht es daran, dann wirklich aktiv CO2 zu sparen. Und auch da wird es ein Ranking geben, um ein bisschen wiederum einen spielerischen Ansatz drinnen zu haben. Und mit diesem Projekt waren wir vorstellig bereits und dürfen es gemeinsam mit der Bildungsdirektion Mitte Mai im Burgenland starten. Also die waren wirklich sehr angetan von unserem Projekt und wir hoffen natürlich, wenn es im Burgenland gut klappt, dass wir das ab dem nächsten Schuljahr auch dann österreichweit ausrollen können. Ganz eine wichtige Sache und für mich zumindest eine Herzensangelegenheit, auch hier tätig zu sein und Schüler, Schülerinnen zu sensibilisieren. Wenn das übergreift ein bisschen auf Eltern, Großeltern, dann soll es uns nur recht sein, wenn sie davon erzählen und wir können ein bisschen was verändern. Du, das finde ich ganz, ganz toll. Also ich werde von Minute zu Minute mehr Fan von euch. Ja. Weil ich denke mir, ja, die Kinder, die Jugendlichen sind diejenigen, die die Zukunft sind und die Zukunft gestalten müssen. Und da kann man eigentlich gar nicht früh genug ansetzen. Also finde ich wirklich wunderbar. Du hast erwähnt, Tom, dass du eigentlich vom Beruf her Lehrer bist. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, so, die gewesen wäre, wie seid ihr eigentlich auf das gekommen? Oder so ist die Frage immer noch. Ne? Also so, wie ist der Weg zum Plattformgründer, Initiator ProEarth? Also ich kann mal von mir erzählen, kurz, der Founder von ProEarth, der Entwickler, der die Idee hatte, ist Wolfgang Schweider, sozusagen auch Chef dieses Unternehmens. Und er ist ein guter Freund von mir. Wir spielen gemeinsam Tennis. Und er hat mir irgendwann von dieser Idee erzählt. Und ich habe sie großartig gefunden und habe dann im letzten Jahr während der Entwicklung mich immer ein bisschen einbringen können in das Projekt, bis dann schlussendlich mal die Frage kam, willst du nicht ein bisschen mehr machen? Also er würde natürlich auch jemanden brauchen, der ihn dabei unterstützt. Und es war für mich eigentlich nach sehr langjähriger Lehrtätigkeit, die wunderbar ist, aber auch immer eine sehr willkommene Abwechslung, ein bisschen über den Tellerrand Schule hinauszusehen und einfach was ja für eine nachhaltige Sache etwas zu tun. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Es ist wirklich eine tolle Geschichte, ein tolles Umfeld, nette Kollegen. Und ja, ja, also so war mein Weg zu ProEarth. Wie gesagt, die Plattform selber hat der Wolfgang für sich selbst irgendwann entdeckt, auch mit der Idee,
dass ihm, so wie du das vorher gesagt hast, Facebook einfach auf die Nerven gegangen ist. Mit TikTok in einem gewissen Alter kannst du jetzt nicht mehr so viel anfangen vielleicht und mit Snapchat. Und deswegen die Idee, ja, der Klimawandel ist einfach nicht mehr wegleugbar. Also versuchen wir doch, etwas in diese Richtung zu unternehmen. Sebastian, wenn du noch kurz erzählen willst. Also ich bin im Sommer zum Projekt gestoßen, vorigen Jahres, habe mich beruflich neu orientieren wollen und bin eigentlich völlig zufällig auf das Projekt gestoßen, einfach bei meinen Recherchen zum nächsten Job zu Hause. Und ich bin ein gebürtiger Eisenstädter und das ist gleich die Nachbarortschaft und ich habe mich da beworben, weil ich mir gedacht habe, das klingt schon mal spannend. Und wie spannend es dann wirklich wird, dachte ich damals noch nicht. Also ich bin vollauf begeistert und sehr zufrieden hier und möchte natürlich, dass das Projekt steil geht und dass wir nicht Konkurrenz zu Facebook werden, sondern dass wir Facebook überholen, natürlich. Ja, man darf ja groß denken. Ne? Ja, von nichts kommt nichts. Mach nur, Jungs, mach nur. Genau. Ja, und mich hat vor allem überzeugt, ich glaube, wie eben auch dich jetzt im Gespräch und so, wenn man das erste Mal davon hört, einfach die Vorstellung von einem wirklich nachhaltigen sozialen Medium, ganz einfach. Facebook kennt jeder, wir nutzen es alle seit über 10 Jahren mindestens. Und ProEarth ist so quasi ein frischer Wind und das finde ich super, das hat es gebraucht und ja. Super. Tom, sagst du uns noch schnell über deinen Lehrberuf, was für Schultyp, welche Gegenstände, was machst du? Ja, sehr gerne. Also ich unterrichte Geografie und Geschichte an einem Gymnasium in Wien im 4. Bezirk und mache das oder habe es seit 23 Jahren gemacht. Ja, jetzt wie gesagt mit einer Pause. Schauen wir mal, wie es weitergeht, also ob die Pause verlängert wird. Ich denke schon, weil noch viel zu tun ist bei diesem Projekt. Und ja, also ich wäre auf alle Fälle gerne weiter dabei. Und ich glaube, die Erfahrungen, die man als Lehrer bislang gesammelt hat, kann man da auch sehr gut einbringen in dieses Projekt. Mhm. Ja, vor allem, wenn es auch Schulprojekte genau. dabei gibt und so. Absolut. Was mich auch noch interessieren würde, das ist immer eine Standardfrage bei den Mood Talks, ja, so, was macht euch denn jeweils Mut? Was macht uns Mut? Also so Plattformen wie die Mutmacherei natürlich. Oh, das höre ich natürlich immer gerne. Danke vielmals. Das ist einmal klar. Also mir macht Mut, ehrlich gesagt, das Feedback, das wir bekommen momentan zur Plattform. Es wird eigentlich sehr, sehr positiv gesehen von den meisten. Und ich denke mir, wenn wir eben auf diese Art und Weise etwas erreichen können, gemeinsam mit so vielen Organisationen, die ich ehrlich gesagt nicht kannte und mir gar nicht bewusst war, wie viele tolle Leute, Unternehmen, Organisationen, Projekte es gibt, die genau in diese Richtung gehen und wirklich die Welt ein Stück besser machen wollen, dann kann das ja nur Mut machen, dass es besser wird. Und ich glaube auch, dass immer mehr Menschen davon überzeugt sind, dass es eine gewisse Änderung braucht, auch im gesellschaftlichen Leben, im Konsum, und dass wir da auf gar nicht so einem schlechten Weg sind, wie es manchmal wirkt. Also ich denke, es hat sich schon in den letzten Jahren einiges getan, zu wenig getan, aber ja, ich glaube, das Bewusstsein ändert sich wirklich bei vielen dahingehend und das macht mir absolut Mut. Magst du noch was schön ergänzen? Ja, also wie der Tom auch schon gesagt hat, mich begeistert am allermeisten irgendwie im Zuge der Tätigkeit mit ProEarth und dem Ganzen, wie viel engagierte Menschen es gibt, also wie viele Menschen nicht willig sind, die Flinte einfach ins Korn zu werfen und zu sagen, nutzt eh nichts mehr, Klimawandel ist geschehen, können nicht mehr ändern, versuchen wir so lang gut zu leben wie möglich.
Nein, sondern tun wir was, werden wir aktiv, ganz nach unserem Slogan handeln statt reden. Also geredet worden ist die letzten 10 Jahre, passiert ist nicht viel und jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Und diesen Spirit bei anderen Menschen, bei Gleichdenkenden, Gleichgesinnten zu entdecken, das macht mir sehr viel Mut. Also einfach zu sehen, wie viele Leute gewillt sind, wirklich aufzustehen und zu sagen, hey, tun wir was und motivieren wir uns gegenseitig. Und dieser Gemeinschaftsaspekt dieses ganzen Themas, Nachhaltigkeit, Klimawandel, das gemeinsam können wir es schaffen, das macht mir Mut, weil das ist ja jetzt nicht nur ein Themenbereich für den Klimawandel, sondern insgesamt das Zusammenleben aller Menschen auf diesem Planeten profitiert davon, gemeinsam etwas zu machen. Und diesen Geist finde ich sehr, sehr bewundernswert. Ihr habt das ja auch so schön im Namen drinnen, nicht? Dass es irgendwie wirklich auch um die ganze Erde geht. Nicht? Also das ist irgendwie für mich so ein schöner Hinweis. Ja. Es nützt uns nichts bei den großen Herausforderungen, die wir haben, wenn wir die jetzt nur, ich weiß nicht, auf Nationalebene betrachten und so weiter. Ja, schlussendlich ist es ein Planet. Ich möchte vielleicht ganz kurz einen Hinweis auch geben. Die Mutmacherei arbeitet ja auch auf Basis der positiven Psychologie. Und des Perma-Modells, zumindest schauen wir gern durch diese Brille des Perma-Modells, das sind so die 5 Säulen eines gelingenden Lebens. Und da steht jeweils Perma, die Buchstaben für bestimmte Dinge, die eben so ein gelingendes Leben quasi tragen. Ja. Und das P steht für die positiven Emotionen. Das heißt, alles, was ihr jetzt angesprochen habt, ja, so diese Begeisterung darüber, wie viel andere schon etwas tun und so, ja, das löst offenbar was aus. Ne? Das steckt nicht alle Menschen an, aber sehr viele. Das löst Begeisterung aus und auch so dieses Gefühl, ich kann auch was tun. Ne? Und das E steht für Engagement. Ja? Also sich zu engagieren, ja? Auch auf Basis dessen, was man gut kann, auf Basis der eigenen Stärken, wo man das Gefühl hat, hey, da kann ich was beitragen und so. Ja. Auch ein Faktor. Und ihr als Social-Media-Plattform seid ja dann eigentlich sehr starke Repräsentanten quasi für das R im Perma, das ist Relationship. Das heißt, es geht um Beziehungen, auch gelingende Beziehungen, Beziehungen, die quasi diese positive Basis haben. Ja. Man sagt, hey, wir wollen einander nicht runterziehen, sondern gemeinsam in eine bestimmte Richtung arbeiten. Das M ist Meaning, Sinn. Ja? Das heißt, wenn man sich auf eine sinnstiftende Art und Weise engagiert, und das immer wieder beim Unterschied zu Plattformen wie Facebook oder so, ja? Weil da geht es um, mit möglichst viele Werbeeinnahmen generiert werden, mit Großteil sinnlosen Dingen und so. Und ihr wollt ja auch Sinn stiften und bekommt in eurem eigenen Leben dadurch auch Sinn. Ja? Genau. Und das A, das steht dann für Accomplishment, das heißt, es geht auch darum, man will auch irgendwas Bestimmtes erreichen, man setzt sich Ziele und zieht dann auch Freude draus, wenn man die erreichen kann. Also euer Mount Everest-Ziel mit 1 Milliarde User und größer als Facebook werden, das ist sowas. Und dann geht es eben darum, so Schritt für Schritt sich dorthin zu entwickeln und sich auch an diesen Teilerfolgen zu freuen und die auch dann wieder als Erfolg quasi in die Community speisen zu können, nicht? Die Relationships stärken zu können und so. Also ich finde, euer Projekt ist ein super schönes Beispiel auch, wie dieses Perma-Modell quasi im Leben agieren kann. Ja? Und ich finde es immer wieder interessant, auch durch diese Brille quasi zu schauen, ja? Auch zu wissen, hey, ich tue für mich selbst etwas mit so einem Projekt. Ja? Es hilft, dass das eigene Leben gut gelingt und ich tue auch was für andere damit, für die Welt, für die Nachhaltigkeit und so. So, Ende der Sonntagsansprache. 2. Frage, wofür braucht ihr den Mut? Ich fange vielleicht jetzt mit dem Sebastian an, wenn wir vorher bei dir aufgehört haben oder brauchst du noch Nachdenkzeit, wofür brauchst du Mut? Ja, eigentlich wird die Frage gleich hergeleitet aus der ersten Antwort. Also mir macht ja Mut, dass es viele Leute gibt und dieses Gemeinsame. Aber ich brauche Mut, um quasi
den Weg zu Ende zu gehen, sage ich jetzt einmal so. Also jedem einzelnen Menschen fehlt, also ist es nicht möglich, in die Zukunft zu schauen. Und genau das macht mir eben mehr oder weniger Angst. Und wir sind jetzt so weit, wie wir sind. Also wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt starten. Aber wo der Weg hinführt, weiß niemand noch. Und ich glaube, da benötigt jeder einzelne Person irgendwie Mut und Zuspruch. Und egal, wo das Ziel hinführt, wir müssen was machen. So. Okay, ja. Ja, du hast auch hergestellt, diese Verbindung zwischen Mut und Angst. Nicht? Also Mut genau, hat man meistens genau. Dort, wo man auch Angst hat. Nicht? Und genau. Sei es nur die Ungewissheit, die Unsicherheit und so. Ja, ja. Tom, wofür brauchst du Mut? Also ich gehe natürlich da ganz d'accord. Ich bringe es jetzt einfach mal auf meine persönliche, private Ebene runter. Ich brauche oft viel Mut, um Sachen zu machen, die ich einfach bisher noch nicht gemacht habe und die ich aus meinem bisherigen Beruf nicht kenne. Und da gab es und gibt es ganz viele Dinge. Ich habe zwar mit Leuten immer Umgang gehabt, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Und da jetzt auf Leute zuzugehen, ein Projekt vorzustellen, zu präsentieren, wie wir es jetzt auch gerade tun, das war nichts Selbstverständliches, auch wenn man vor Klassen steht, ganz was anderes. Die Erfahrung habe ich gemacht, als etwas Neues, seine eigene Idee zu präsentieren und quasi darauf zu warten, okay, was sagt mir jetzt das Gegenüber? Da hat es viel Mut gebraucht, das wird besser, je öfter man es macht. Aber dieser Mut zahlt sich aus, Gott sei Dank. Weil man ja viel Schönes zurückbekommt. Und es ist auch gut, wenn absolute Kritik dabei ist, weil nur so kann man auch etwas besser machen. Aber das ist eigentlich etwas, wo ich jeden Tag immer wieder Mut brauche, um gewisse Schritte hier weiterzugehen. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich es tue. Und jedes Mal, glaube ich, wenn man vorher Mut braucht für etwas und dann geht's gut, ist das Gefühl umso schöner danach und lässt einen die nächsten Aufgaben wieder viel lockerer dann angehen. Mhm. Also das war jetzt einfach ganz persönlich. Ja, danke. Wofür ich den Mut brauche. Ja, es ist ja auch total nachvollziehbar. Ne? Ich denke mir, die Rolle, in die du da gehst, ist eine so andere als in der Schule. In der Schule ist sie ganz klar festgegeben und doch auch hierarchisch und so. Ja. Und jetzt bist eher dann du derjenige, der etwas will, der die Leute zu etwas bewegen will und so weiter und so fort. Du hast so schön gesagt, es kommt ja auch Schönes zurück. Ja? Und ich wollte dich fragen, ob du da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen kannst, weil wir wollen ja auch, wie soll ich sagen, positive Dinge verbreiten und so, was kommt da Schönes zurück? Wie erlebst du das? Wie können wir uns das vorstellen? Also wenn wir versuchen, unsere Idee in die Welt hinauszutragen, indem wir sie Unternehmen vorstellen, Organisationen vorstellen, einzelnen Menschen präsentieren, dann ist man natürlich immer sehr gespannt, welches Feedback kommt. Und ich muss sagen, auch wenn manche Kritikpunkte eben dabei sind, aber es kam immer so viel Schönes zurück, in dem vieles, was auch du gesagt hast, ja, das ist ein ganz tolles Projekt und schön, dass es sowas macht oder dass es eine Alternative einmal gibt zu anderen Social-Media-Plattformen, dass man sich um Nachhaltigkeit versucht zu kümmern. Wir haben sehr viel positives Feedback zu unserem Schulprojekt bekommen und das tut jedem Menschen gut, das ist klar, jeder Mensch braucht Anerkennung. Und wenn man die dann dafür bekommt, für etwas, was man selber gemacht hat, dann ist es natürlich umso schöner. Und da gibt es natürlich zahlreiche Beispiele dafür. Da kommen wirklich schöne, anerkennende Worte. Und ja, das genießt man dann natürlich und lässt einen auch in die Richtung weiterarbeiten. Und die Kritik, die kommt, wie gesagt, animiert ja auch zu sagen, okay, das läuft noch nicht rund, da könnte man was besser machen. Haben User damit Probleme. Also schauen wir uns das genauer an. Und wenn wir etwas verändern können, dann machen wir das natürlich sofort und sehr gerne.
konstruktive Kritik ist ja auch was unglaublich genau. Bereicherndes. Ne? Genau. Ich möchte gern noch einmal auf diesen Punkt, wofür Mut braucht, zurückkommen. Einfach mit dem Hintergrund, wir wollen ja auch anderen Mut machen, aktiv zu werden und so weiter. Ihr habt so beschrieben, jeweils aus eurer persönlichen Sicht, wofür Mut braucht. Und es hat in beiden Fällen ein bisschen unterschiedlich, aber doch zu tun gehabt, eigentlich auch mit diesem, ich mache einen Schritt in etwas Ungewisses. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich habe das noch nie gemacht und so weiter. Könnt ihr vielleicht ein bisschen erzählen, woher nehmt ihr dann quasi diesen Mut oder diese Kraft, diesen Schritt zu gehen oder so, wie macht man denn das? Weil an dem Punkt stehen ja viele Leute und manche trauen sich dann nicht drüber. Könnt ihr denen Tipps geben, Ideen? Also für mich ist ganz wichtig, dass ich von der Sache wirklich überzeugt sein muss. Also ich glaube, wenn ich jetzt so vertrieblich ein Produkt anpreisen müsste, wo ich mir denke, na um Gottes Willen, das mache ich jetzt nur, weil es mein Job ist, aber eigentlich kann ich mich überhaupt nicht identifizieren mit diesem Produkt, dann würde ich den Mut auch wahrscheinlich gar nicht aufbringen, diesen Schritt zu machen. Und von diesem Produkt bin ich zu 100% überzeugt, dass es passt. Und auch wenn es dann vielleicht mal in manchen Situationen ein bisschen ein Kribbeln gibt und man sich denkt, okay, naja, jetzt präsentieren wir das irgendwo oder ich darf das präsentieren und ist einer der ersten Male und der Nervenkitzel ist ein bisschen da, dann kommt der Mut zurück, weil ich mir dann in Erinnerung rufe, ja, was erzähle ich denn jetzt eigentlich? Und ich erzähle ja eigentlich wirklich jetzt nur was Gutes und da sind wir wirklich davon überzeugt, da ist nichts Verstecktes dahinter. Und wenn es nicht gefällt, dann gefällt es nicht, aber nicht, sicher nicht aus einem Grund, weil man sich denkt, naja, da wird irgendetwas angepriesen, was überhaupt nicht so ist, wie sich's, wie diejenigen das darstellen, sondern einfach, okay, dann hat es einfach nicht gefallen. Aber ich weiß und kann mit erhobenem Haupt dann dort rausgehen und weiß, ja, ich habe was Gutes präsentiert und dafür lohnt es sich dann auch, mutig zu sein. Was sagst du? Die Antwort war schon so gut. Da kann ich mich Copy-paste. Nein, ich finde, was auf jeden Fall Mut macht und auch was in meiner Tätigkeit bei ProEarth jetzt mir sehr viel Mut gemacht hat, ist die Erkenntnis, auch wie du jetzt sagst, dieses Schritt für Schritt, man muss nicht am heutigen Tag die Welt verändern. Man muss sie nicht in einem Tag niederreißen, sondern man kann sukzessive kleine Schritte setzen, nur so weit gehen, wie es einem selbst angenehm ist und es einem erlaubt, sein Leben genauso zu genießen wie vorher. Und diese Punkte finde ich sehr spannend. Also das sind auch kleine Schritte, also ganz nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Also jede kleine Veränderung kann andere Veränderungen nach sich ziehen. Wenn ich jetzt beginne, in meinem Leben kleine Veränderungen setzen, wird vielleicht beim Tom eine kleine Veränderung gezogen. Und das hat dann einen Schneeballeffekt und das finde ich sehr schön, weil das passiert im alltäglichen Leben, ob man es will oder nicht, verändert man sich und seine Umgebung ständig mit. Und wenn man das jetzt unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels und des Themas Nachhaltigkeit betrachtet, wenn man diese Dynamik quasi hernimmt und vervielfältigen kann, das finde ich das Spannende dabei. Und das finde ich gerade das Tolle, was auch jeden Menschen Mut machen sollte, dass man nicht sagen muss, ich muss jetzt der Beste sein und ich muss am meisten CO2 einsparen oder sonst was, sondern jeder kann für sich kleine Schritte setzen und wenn das jeder, wirklich jeder macht, dann ist es ein großer Schritt, den wir gemeinsam gehen, obwohl jeder Einzelne nur kleine Schritte gegangen ist. Und das finde ich so, das sind halt so die Dinge, die das Ganze sehr spannend machen, finde ich. Superschön. Fein, wie ihr das beschrieben habt, also wenn ich so richtig verstanden habe und zusammenfassen kann, das, was hilft, diese mutigen Schritte gehen zu können, ist auf der einen Seite die Überzeugung, ja, also dass man auch wirklich so authentisch ist und integer handelt und so.
und auf der anderen Seite auch sich nicht selbst zu überfordern, sondern eben auch kleine Schritte bei sich selbst wertzuschätzen. Und dass das so schön beschrieben, Sebastian, bei mir ist da so dieses Bild von einem Puzzle entstanden, dass wir so alle ein kleines Puzzlesteinchen sind, ja, aber wenn wir uns an den richtigen Platz begeben, wo wir auch authentisch und überzeugt handeln können, dann kann was Großes, ein großes, stimmiges, wirksames Bild entstehen. Ne? Also ich glaube, da passen vielleicht auch unsere Challenges ganz gut dazu, dass wir auch nie den Anspruch hatten, dass wir sagen, wie überprüfen wir jetzt diese Challenges? Mhm. Und wehe, es macht nicht jeder auf Punkt und Beistrich. Und wehe, er hat beim Thema Autoverzicht dann doch einmal zum Auto gegriffen in den 30 Tagen, die er das vielleicht einstellt. Sondern es geht einfach um das Bewusstsein zu bilden. Und wie es da Sebastian gesagt hat, wenn ich jemanden damit motiviere, dass sich der dann auch denkt, jetzt lasse ich morgen mal das Auto stehen, ich probiere das jetzt auch und fahre mit dem Rad oder mit der Bahn, dann ist das ja schon ganz toll. Wir haben zwar so eine Art Überprüfung, so einen Social Proof, also dass andere aus der Community quasi sagen können, dir glaube ich das, weil du hast da immer wieder was, keine Ahnung, ein Bahnticket mal gepostet oder wie du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Aber wir wollen niemanden unter Druck setzen. Dass User glauben vielleicht, ja, jetzt mache ich diese Challenge und ich muss die vom ersten Tag an, muss ich jeden Tag etwas beweisen, dass ich das auch wirklich durchgeführt habe. Es wird okay. Aber viele werden es tun und werden es zu 50% tun und zu 10% tun. Und auch das bringt schon etwas, weil dann werden sie es vielleicht wiederholen. Und schon langsam ändert sich etwas im Kopf. Mhm. Und ja, um das geht's. Zu den kleinen Schritten war das jetzt noch angemerkt. Ihr Lieben, gibt's irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was ich vergessen habe, euch zu fragen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich es euch fragen kann, was ihr gerne noch loswerden wollt? Haben wir noch etwas? Ich schaue mal auf meinen Spickzettel. Aha, da hat sich jemand vorbereitet. Ein bisschen. Was mir aber, jetzt ja. spontan einfällt, ist nur zu dem Thema eben, weil das so wichtig ist, dass wir das, glaube ich, nochmal unterstreichen können, dass wir eben rund ein Drittel aller unserer Einnahmen in Projekte investieren. Somit, ja, genau. Genau. Guter das, Punkt. Das ist halt, das finde ich persönlich halt wirklich, ist mir ein Anliegen, dass das nicht nur so ein leerer Marketingspruch ist, den man von x Marken kennt, sondern bei uns hilft tatsächlich jeder einzelne Post CO2 zu sparen. Und das ist nicht nur irgendein Gerede, sondern es ist einfach so. Und das finde ich sehr spannend. Welche und Projekte unterstützt genau, ihr denn da? Genau das wollte ich gerade ausführen. Und zwar bitte darum. Ja, einen Pfeiler hat eh schon der Tom vorgestellt, unsere Herzensangelegenheit, eben das Schulprojekt. Das ist einer dieser Pfeiler, wo unsere Einnahmen investiert werden. Und die anderen zwei Pfeiler sind Energieprojekte Richtung Photovoltaik, nachhaltige erneuerbare Energien, dass wir dort investieren. Und der dritte Punkt sind dann Umweltprojekte. Als Beispiel wäre jetzt zu nennen die Aufforstung. Da haben wir einen Projektpartner in Österreich, der wirklich tolle Sachen macht und wo das auch sehr nachvollziehbar und transparent ist. Also der wird nicht irgendwo auf der Welt jetzt ein Baum gepflanzt und du weißt in zwei Tagen gar nicht mehr, ob der noch existiert oder nicht, sondern eben wir suchen da nachhaltige Projekte, die auch wirklich nachvollziehbar sind für den User, für den Endnutzer. Dass jeder einzelne Pro-Earth-Nutzer sagen kann, so, ja, da passiert wirklich was und ich kann da auch nachschauen, wo was passiert. Und unsere große Hoffnung ist, dass vielleicht du jetzt als Pro-Earth-Nutzer in ein paar Monaten auch jemanden kennst, der in der Schule ProEarth schon gehört hat bei einem Projekt oder der wiederum ja, bei einem Aufforstungsprojekt dabei ist von ProEarth und so weiter. Und ja, das ist meine große Hoffnung. Super. Ja, kurz ergänzend noch dazu ist auch nicht so unwichtig, dass die Firmen, die eben bei uns nachhaltig werben und wir die 30% der Werbeeinnahmen dann nehmen und investieren, die Summe an CO2, die wir damit sparen, mit diesen 30%, bekommen die Werbenden auch dann zertifiziert von uns. Kann man sicherlich auch als nachhaltiges Unternehmen dann ganz gut marketingtechnisch vielleicht verwenden, um zu sagen, schaut her, wir haben wirklich so und so viel, hunderte oder tausende Tonnen CO2 gespart, weil
wir mit unserem Werbegeld so und so viele Bäume bei Projekt Waldviertel Leben zum Beispiel gepflanzt haben. Okay, sehr spannend. Zum Schluss vielleicht noch so ganz konkret, was sind denn die nächsten Schritte für interessierte Menschen? Was sollen die tun? Wie sollen die mitmachen? Wie können sie euch am besten unterstützen? Teilen, teilen, teilen. Ganz viel teilen und liken. Das wäre uns ganz wichtig. Solange wir noch nicht Facebook überholt haben, natürlich ist es uns auch ganz wichtig, dass Facebook-User unsere Facebook-Seite auch liken und Instagram liken. Wir sind auch auf LinkedIn vertreten. Einfach um das, ja, Mundpropaganda, einfach das Wort weiterzutragen, die gute Sache weiterzutragen. Und da hoffe ich, dass wir viele Leute, die einfach von sich selbst aus davon überzeugt werden, dass sie das weitertragen in ihrem Freundeskreis, in ihrem Familienkreis und so, ja. Okay. Ich glaube, Sebastian, du hast jetzt statt einem kleinen Schritt gleich zwei gemacht, oder? Weil, wenn man jetzt zu eurer Plattform gehen möchte, muss man sich ja auch einmal anmelden, oder? Oder sehe ich das falsch? Man kann einfach im Feed einfach blättern ohne anmelden. Ja. Sobald man aber eine Aktion setzen möchte, wie zum Beispiel etwas kommentieren, dann kommt man zum Schirm zurück, wo man sich registrieren muss. Das stimmt. Mhm. Registrieren ist jetzt sehr einfach. Name, E-Mail-Adresse, Postleitzahl, mehr brauchen wir nicht dafür. Und natürlich ist das unser nächster Schritt, dass wir versuchen, sehr viele User zu generieren und uns einfach bekannter zu machen. Und da hilft uns natürlich extrem so etwas, was wir jetzt gerade mit dir machen, oder wir werden am Samstag am Greenskills Symposium vertreten sein. Diese Einladungen, die wir durch euch, durch ein Netzwerk, das wir schon langsam uns aufbauen können, erhalten, sind immens wichtig für uns, damit man ProEarth einfach schon mal gehört hat, ein bisschen neugierig wird, was steckt da eigentlich dahinter. Und ja, natürlich wollen wir unsere Userzahlen im laufenden Jahr jetzt noch anständig erhöhen. Also das ist exponentielles Wachstum wünsche ich euch. Ja, es ist auch langsames Wachstum okay, also absolut. Wir müssen ja irgendwie auch mit unserer Entwicklung dann Schritt halten. Aber so, wenn es so weitergeht wie bisher, wäre es optimal. Super. Ist der Spickzettel abgearbeitet oder gibt es noch was ich loswerden möchte? Ja, er ist abgearbeitet. Also wir bieten auch an, dass wir für die Organisationen posten und hier die Beiträge, die die Organisationen auf anderen Social-Media-Plattformen posten, für ProEarth übernehmen, weil die Erfahrung, die wir schon gemacht haben, ist, dass es natürlich zeitintensiv ist. Jetzt bespielen manche Unternehmen und Organisationen schon 2, 3 Social-Media-Plattformen. Jetzt kommt eine neuerliche hinzu. Da bekommen wir oft das Feedback, super Idee, die ihr habt, aber sorry, wir haben die Kapazitäten einfach nicht dazu, das noch einmal zu, oder noch eine weitere zu bespielen. Und da bieten wir eben gerne an, dass wir das übernehmen. Ist eine Win-Win-Situation, glaube ich. Man kann nichts falsch machen, hoffe ich, wenn man bei uns auf der Plattform vertreten ist. Und wir können somit natürlich unsere Beiträge füllen und auch wieder andere anlocken, die wieder die anderen Organisationen kennen. Und ja, so versuchen wir natürlich, das aufzubauen. Also man soll sich nicht schrecken lassen, vielleicht davor, dass es mehr Arbeit bedeutet. Die nehmen wir gerne ab. Super Idee, weil ich glaube, da trifft es ja wirklich einen ganz, ganz essentiellen Punkt. Nicht? Social Media, wenn man das auch nur halbwegs ernsthaft betreiben will, ist einfach viel Arbeit. Ne? Und gerade bei kleineren Unternehmen, Organisationen im Nachhaltigkeitsbereich und so ist die Zeit oft wirklich ein kritischer Faktor. Genau, da geht es uns jetzt gar nicht darum, die zum Werben zu bringen, überhaupt nicht, sondern wie gesagt, es ist genauso für uns ein Gewinn. Und deswegen sagen wir, okay, Das machen wir gerne und auch kostenlos. Ja, super. Und so haben wir eigentlich auch schon mehrere Organisationen zu ProEarth holen können. Mhm. Wunderbar. Ich glaube, jetzt
sind wir wirklich am Ende der diversen Spickzettel angekommen. Genau. Und dann bleibt mir nur, euch ganz, ganz herzlich zu danken. Für, nicht nur für eure Zeit und dass ihr Mut-Talk wart, sondern auch für das, was ihr macht und auf die Beine stellt und so. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag ist. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute dabei. Und das soll jetzt nicht so distanziert klingen. Wir werden uns am Samstag beim Green Skills Symposium auch dann persönlich sehen und kennenlernen. Hoffe ich doch. Und sicherlich auch in der Zukunft öfter über den Weg laufen, auf der Plattform und sonst auch in den Netzwerken. Ich möchte auf jeden Fall ProEarth auch sehr mit unterstützen und alles tun, was die Mutmacherei dazu tun kann. Dann, also wir möchten uns natürlich auch recht herzlich bedanken für die Möglichkeit, uns hier zu präsentieren, für die so angenehme Gesprächsführung von dir und sehr kompetente Gesprächsführung. Ganz toll. Ja, und freuen uns natürlich auch, wenn wir uns am Samstag persönlich kennenlernen. Super, dann machen wir das. Also, alles Liebe für euch inzwischen, gell? Herzlichen Dank. Danke. Ciao, Baba. Mut Talks. Powered by die Mutmacherei.